Hallo! Willkommen zum zweiten Horrorfilm-Review-Video von Bens Meisterin. Ich mache heute Final Destination, also die komplette Reihe. Ich denke, das ist recht aktuell, weil ja der fünfte Teil gerade im Kino läuft. Yay! Den ich schon gleich am zweiten Tag nach Veröffentlichung gesehen habe in 3D. Der vierte Teil war übrigens auch in 3D. Und die anderen drei davor nicht, weil die recht alt sind. Na, das heißt alt. Der erste kam 2002 raus, der zweite 2003, der dritte 2006, der vierte 2009 und jetzt 2011. Was lustigerweise immer ein Dreijahresabstand ist, außer der fünfte, der ist ein Zweijahresabstand. Habe ich so festgestellt. So, die Handlung von diesen Filmen ist eigentlich immer die gleiche. Es gibt immer eine Gruppe von Freunden, Schulkameraden oder Arbeitskollegen oder sowas. Oder auch zufällig zusammengewürfelte Personen, die alle an einem Ort sind. Das ist im ersten Teil ein Flugzeug, was sogar auf einer wahren Begebenheit basiert. Der zweite Teil ist ein Highway, glaube ich, genau. Der dritte Teil ist auf einer Achterbahn, der vierte eine Autorennstrecke und der fünfte ist auf einer Brücke. So, jedenfalls auf diesen Orten passiert immer ein Unglück, sodass alle dort sterben. Bumm! Lustigerweise hat immer eine Person eine Vision und sieht das voraus und versucht dann ganz viele Leute wegzubringen von diesem Ort, also zu verhindern, dass sie sterben. Leider findet das der Tod nicht so witzig und sucht sie alle heim und tötet sie alle auf schreckliche Art und Weise. Ja. Das ist eine SMS. Ruhe. Ruhig. Genau, und dann kommen halt alle ums Leben. Und die Leute versuchen halt immer zu verhindern, dass es funktioniert, indem sie halt den Tod austricksen. Sei es nun ein Tod dazwischen schieben oder ein Tod verhindern oder die Reihenfolge ändern oder ach was weiß ich, letztendlich sterben sowieso immer alle. Es ist nicht gespoilert. Genau. Kommen wir mal zu den Teilen an sich. Ich habe jetzt eine tolle Grafik gemacht. Haha. Mehr oder weniger Grafik, das ist so. Nur für mich so eigentlich so zu verstehen, weil es ist mir halt aufgefallen, dass es Beziehungen gibt zwischen den ganzen Filmen. Nämlich haben wir den ersten Teil und der direkte Nachfolger darauf ist der zweite Teil. Ganz klar, direkter Nachfolger. Also dann haben wir den dritten Teil, wo ein Charakter drin vorkommt, der im ersten Teil mit bei ist. Das heißt, der dritte Teil kommt vor dem ersten Teil. So. Der vierte Teil hat kein Verhältnis zu irgendeinem anderen der Teile, der ist einfach außen vor steht. Deswegen in Klammern. Und der fünfte Teil kommt, da kommen zwei Charaktere vor, die wieder im ersten Teil vorkommen, heißt die Handlung ist auch vor dem ersten Teil. Heißt die konkrete Zusammenstellung der Reihen wäre 3, 5, 1, 2 und dann 4. Also 4 als extra Ding. Kann auch sonst wann passiert sein, kann in 20 Jahren passieren oder kann auch vor 35 Jahren passiert sein. Genau. So viel dazu. Kommen wir zu den einzelnen Teilen, nämlich finde ich persönlich, was heißt persönlich, es ist einfach so, dass der vierte Teil zum Beispiel der schlechteste Teil der ganzen Reihe ist. Nämlich ist die schauspielerische Kompetenz einfach von Arsch. Im fünften Teil ist auch der Hauptcharakter nicht ganz so der beste Schauspieler der Welt, aber darüber kann man ihn nicht sehen. Im vierten Teil, ich kritisiere hauptsächlich den vierten Teil, weil der einfach rausfällt, sind die Todesfälle mies zensiert. Also man guckt da diesen Film, wenn man was Ekliges sehen will. Dafür sind sie da. Sie sind eklig, übertrieben, total unrealistisch und nochmal eklig. Im vierten Teil sind die Todesfälle an sich auch eklig, aber man sieht halt nichts. Entweder ist er einfach Matsch und man sieht nichts oder er wird überfahren und man sieht nichts. So, toll, super. Die Organe sehen ein bisschen aus wie aus Plastik, auch wenn man Organe sieht in dem Film. Deswegen ist der vierte Teil und auch generell der schwächste Teil der Reihe bezeichnet. Allerdings macht der fünfte es wieder weg, weil der fünfte ist, finde ich, am besten gemacht. Liegt aber vielleicht daran, dass die in den ersten drei Teilen nicht unbedingt so das so auf das Unmögliche gesetzt haben, weil der fünfte Teil ist auch, also ich finde, wenn man von einer Brücke fällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, sehr, sehr gering, dass man dann auf einmal auf ein Segelboot aufgespießt wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Genauso ist es, wie dass man von einem Zaun einfach mal gewürfelt wird. Einfach mal so gewürfelt. Der Mensch kann nicht einfach mal so gewürfelt werden, weil er aus Knochen besteht. Deswegen
sind eigentlich die letzten beiden Teile, der vierte und fünfte, eigentlich ziemlich ans Unmögliche gehalten. Dennoch gab es da Szenen, wo ich einfach nur weggeguckt habe, bevor sie passiert sind. Und ich sage, das ist gut. Und im fünften Teil wird man ziemlich auf die Nerven gehalten dort, weil natürlich alles so ein bisschen, oh, wann passiert jetzt, was passiert jetzt, und so weiter. Deswegen ist der fünfte Teil besonders darin gut. Der erste und zweite sind ziemlich real, fand ich. Also es kann jedem passieren, dass ich einfach ein bisschen doof anstelle. Natürlich, wenn der Tod will, dass du stirbst, ansonsten stirbst du halt nicht. Das merkt man, glaube ich, in jedem Teil, dass wenn du nicht dran bist, du einfach nicht stirbst. Ja, dann stirbt er neben dir und du halt stehst halt da, oh, ich lebe doch. Deswegen, es ist so, dass ich habe gerade überlegt, es ist so, dass im dritten Teil das Mädchen, die die Vision hatte, auf Fotos sieht, wie die Leute sterben, also indirekt, dass auf Fotos gezeigt wird, wie die sterben. Ich überlege gerade, im vierten Teil, weiß ich, hat der Typ nochmal mehr Vision gehabt und ich weiß nicht, ob es, was im ersten und zweiten war, ich weiß, im fünften ist jedenfalls gar nicht, sind einfach gestorben. Da kam so ein Todeswind und dann war sie tot. Im ersten und zweiten Teil weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ich habe sie vor einem Jahr geguckt, das ist so ziemlich blöd. Ich gucke so viele Filme, dann vergisst man die Hälfte halt immer wieder. So. Ich glaube, alles zu gesagt. Hoffe ich. Ich hoffe das jetzt ehrlich. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Deswegen kommen wir einfach zur Bewertung. Ich würde sagen, ich gebe den Filmen 1, 2, 3, 4 Sternchen. Den vierten Teil, also 3 Sternchen, den fünften Teil 5 Sternchen, womit wir in der Gesamtbewertung bei 4 Sternchen sind für alle Filme. Wenn man so viel Nerv hat und Katze. Hier. Katze ist hier um meinen Toast gerannt, die mich gerade beißt. Was wollte ich sagen? Scheiße mich raus. Genau, wenn man den Nerv hat, um eklige Sachen zu gucken, Organe sehen kann, abgetrennte Körperteile, wegfliegende Köpfe, sonst was, dann kann man sie sich auf jeden Fall angucken. Man kann über das Schauspielertalent hinwegsehen und über die Realität dieses Films auch, aber wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall guckenswürdig, finde ich. Deswegen 4 Sternchen von mir. Und falls es jemand interessiert, mein Lieblingstod, was heißt Lieblingstod, der epischste Tod, wie ich fand, war im dritten Teil der Nagelpistole. Wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Wer es nicht gesehen hat, sollte es gucken, dann weiß er auch, was ich meine. Nagelpistole. Und das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Eure Benzmeisterin.